Okay, sie war nicht die weiblichste aller Bond-Girls, aber was für ein Gegner und was für eine Präsenz. Grace Jones, die schauspielernde Pop-Queen mit dem Raubkatzen-Image, machte Bond zum Sklaven des Rhythmus und entkam grazil vom Eiffelturm. Mayday in dem Angesicht des Todes eröffnet auf Platz Nummer 7. Ein Name, der nach Sex klingt und dann auch noch einen Doktortitel. Smart und sexy steht sie Bond zur Seite, wenn es ihn in einem seiner albernsten Abenteuer in den Weltraum verschlägt. Dr. Holly Goodhead in Moonraker ist unser Platz Nummer 6. Ein ebenbürtiger Gegner war auch Famke Janssen, die in einer der markantesten Szenen der Serie Bond fast mit ihren scharfen Schenkeln zerquetschte. Gelenkig, tough und sexy brauchte sie natürlich einen passenden Namen. Senior Honor Top in Goldeneye schafft es auf Platz Nummer 5. Der erste wirklich anzügliche Name eines Bond-Girls war so gewagt, dass die Produzenten kurzzeitig überlegten, sie doch lieber Kitty Galore zu nennen. Doch der Mut siegte schließlich und half mit, den Film zur Legende zu machen. Who are you? My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Honor Blackman als Pussy Galore in Goldfinger ist unser Platz Nummer 4. Tracy bzw. Teresa Di Vincenzo, die einzige Frau, die Bonds Herz wirklich erobert hat und der er das Ja-Wort gab. Und eine der coolsten Schauspielerinnen, denn Diana Rigg war nicht nur Bond-Babe, sondern auch Emma Peel und ließ sich von keinem Typen zum Weibchen machen. Tracy landet als coolstes und tragischstes Bond-Babe auf Platz Nummer 3. Über den Film scheiden sich die Geister. Für mich, einer der letzten echten Bonds, ist er für viele andere ein Totalausfall. Einig sind wir uns jedoch alle, dass Halle Berry zu den coolsten und sexiesten Bond-Babes gehört, die in einer Umfrage sogar an der Spitze landete. Ganz nach oben schaffte sie es bei uns nicht, aber auf den verdienten Platz Nummer 2 für Jinx Johnson in Stirb an einem anderen Tag. Es kann keine Diskussion geben, denn sie ist das Bond-Girl, das zur absoluten Ikone wurde. Als sie den Wellen entstieg, hat sie die Filmwelt für immer verändert und Millionen Männerherzen und Hosen zum Bersten gebracht. Sie ist für immer Honey Rider, Ursula Andress in Dr. No auf Platz Nummer 1.